Hallo, es ist wieder soweit. Es ist Dienstag und Riot hat wieder den Yo, wir ballern alles raus Dienstag. Denn Riot irgendwie, immer wenn Patch kommt, also immer dann, wenn quasi Patch-Notes-Zeit ist und Patch-Abend dann quasi und so, sagt sich Riot, komm, da geht noch mehr, Patch-Notes reichen nicht, wir ballern alles raus. Und ihr seht hier schon die Patch-Notes. Dazu kommt dann ein extra Video, natürlich der Rundown später, aber das viel, viel Wichtigere, by the way, dieser Trailer zu den Summer Finals, ist auch ziemlich geil, aber das viel Wichtigere, Ryze. Der Runenmagier. Das Ryze Rework, was jetzt ja auf den Shido dazwischen geschoben wurde, ist da. Wir schauen uns das jetzt an. Hier Live-Reaction. Und natürlich auch mit entsprechender kleiner Analyse dann anbei. Holy. Ein Jahrtausend lang bereiste der Erzmagier Ryze die Welt, suchte nach uralten Runen, hielt ihre Macht in seiner arkanen Schriftrolle fest. Obwohl sich Ryze um seine Mitmenschen sorgt, muss er immer von ihnen getrennt sein. Daher kommt er jenen, die er beschützt, immer schroff und temperamentvoll vor. Die Welt mag die Schrecken der mächtigen Runen vergessen haben, doch Ryze bleibt wachsam. Alles klar. Und dann haben wir diese Seitendesigns halt, holy. Dann haben wir jetzt die Fähigkeiten, das ist der viel wichtige Teil. Passiv, Arkane Meisterschaft. Ryze Zauber verursachen abhängig von seinem Bonus-Mana zusätzlichen Schaden und sein maximales Mana erhöht sich um einen Prozentsatz seiner Fähigkeitsstärke. Alles klar, sieht man jetzt natürlich nicht viel. Wenn wir uns nochmal anschauen. Ist halt, ja, Stat-Verbesserung, ne? Überladen heißt immer noch so. Passiv. Ryze andere Zauber setzen die Abklingzeit von Überladen zurück und laden eine Rune auf. Wirke innerhalb dieses Zeitraums einen anderen Zauber, nicht überladen, um die Rune komplett aufzuladen. Oder wirke überladen, um das Aufladen abzubrechen. Aktiv. Feuert ein Runengeschoss in eine Richtung, das den ersten getroffenen Gegner magischen Zahn zufügt. Hat Ryze eine komplett aufgeladene Rune, wird er überladen wirkt, erhält er ein Schild vorübergehend und erhöht das Lauftempo. Also quasi der Skillshot wie bisher. Boom. Boom. Setzt einen Zauber und dann die Rune, boom. Das Schild und das Lauftempo. Okay. Runenkäfig hält sofort, hält ein Ziel sofort fest und fügt die magischen Zahlen zu. Ja, kennen wir alles schon, ne? Ja, sieht halt aus wie vorher. Aber man sieht hier schon, er ist halt echt grafisch hübscher geworden. Zauberkaskade heißt immer noch gleich, aber kann anscheinend was anderes. Fügt einem Ziel magischen Schaden zu und markiert es mit Kaskade. Der nächste Zauber, den Ryze auf ein mit Kaskade maskiertes Ziel wirkt, meine Güte, hat zusätzliche Effekte. Überladen verursacht zusätzlichen Schaden und springt auf Gegner in der Nähe über, die mit Kaskade markiert sind. Okay, also quasi dieser alte Effekt. Davon, dass dann, wenn man, also man muss jetzt kombinieren, die Effekte kombinieren. Ryze bleibt also immer noch dieser, ballern. Viel ballern und viel kombinieren und dann knallt's. Magier. Runenkäfig hält doppelt so lange. Alles klar. Bin ich sehr gespannt. Je nachdem, wie das alles miteinander wirkt, was man dann maxt, ob man den Q weiterhin maxt. Zauberkaskade markiert alle Gegner in der Nähe mit Kaskade. Alles klar. Also ist quasi die Mechanik, du willst ultra viel Cooldown Reduction haben. Und du willst jemanden mit Kaskade markieren, dann auf den Kaskade machen, damit alle mit Kaskade markiert sind und dann die Q, damit das wieder bounced, so wie vorher. Also muss man quasi jetzt drei Spells machen, um den alten Effekt zu haben. Aber der ist dann vermutlich stärker. Wird ein mit Kaskade markiertes Ziel von einem Champion getötet, werden alle Gegner in der Nähe ebenfalls. Ah, okay. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Boom. Ach so. Nee. Das ist jetzt Kaskade. Okay. Aber das verspreadet sich immer noch, anscheinend. Nee, nicht wirklich. Doch. Ach so, weil es den Minion vorher getötet hat, wird es verteilt. Ah. Okay. Und jetzt zur Ultimate. Die sieht jetzt hier schon super interessant aus. Raumkrümmung. Öffne ein Portal zu einem naheliegenden Ort. Nach ein paar Sekunden werden alle Verbündeten innerhalb des Portals zum Zielort teleportiert. Kann nicht auf Ryze selbst gewirkt werden. Wer will sich schon von sich selbst teleportieren? Was? Jetzt echt? What the fuck? Was? Alles klar. Yo. Yo. Ein Massenteleport. Yo, lasst uns auf eine Reise gehen. Er ist zwar nur, aber er geht anscheinend. Also, na gut, die Channel Time ist doch relativ lang. Man müsste jetzt die Range kennen, ob das Max Range ist. Alles klar, Mann!
Holy! Alles klar! So viel erstmal dazu. Hier haben wir die Anfangsphase, eine typische Kombination. Links, rechts und bam, bim. Yo! Die Animation und die Bewegung von ihm sind jetzt echt viel, viel ausschweifender. Upp. Ach so, er kann halt dieses Feld. Ach so, klar, er öffnet das Feld und darin kann man dann. Und dann kann man da reingehen. Oh, das ist ja übel geil, Alter. Holy. Teamkämpfe. Da geht die Ultimate auf. Schwupp, da sind sie einfach hinter ihn. Alter Vater. Holy. Ja, das hier ist quasi das neue Modell. Und hier haben wir Millionen Skins. Das ist übrigens Trife und Rice, ne? Ja. Alles klar, den besitze ich sogar, glaube ich. Okay, und dann haben wir hier natürlich die Champion-Einblicke und die verschiedenen Splash-Arts. Die können wir uns kurz noch anschauen. Sehr cool. Sehr cool. Ding Dong festhalten. Alles klar. Okay, das war's erstmal mit der Reaction dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie seht ihr Rice? Also ich finde das... Oh, die Runen bewegen... Achso, ja klar, es bewegt sich hier wieder mit. Und die Runen, die werden hell und dunkel und so. Hui. Sehr, sehr spannend. Diese Ultimate ist wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, was ich von den anderen Fähigkeiten... Da wurde ja nicht allzu viel geändert. Die größte Änderung sind halt E. Und seine Passive auch ein bisschen, ne? E und Ultimate. Je nachdem, wie die Scalings da sind und so, dürfen wir gespannt sein. Wird Riot es jetzt damit schaffen, Rice zu balancen? Wird er jetzt ein balancebarer Champion? Weil das war er bis jetzt noch nie. Das ist dann auch das Ziel des Reworks und deswegen musste man das machen, weil man es nicht geschafft hat, ein Rework rauszubringen. Das ist jetzt schon das dritte Rework? Oder hat er schon zwei? Nee, ich glaube, das ist jetzt das zweite Rework, das er bekommt. Wird es jetzt so sein, dass er balancebar ist? Das ist die große Frage. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gehypt, wie bei jedem Rework, aber auch ich freue mich über so eine Sachen. Ich freue mich über das Design, über so eine Seiten und... Holy, diese Ultimate! Jo, Leute, wir gehen ganken. Zu fünft. Los! Alter Vater, ist das geil! Okay, das war's mit dem Video. Schaut euch die Packs an, schaut euch den restlichen Kram an. Ich verlinke euch ein paar Sachen unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hype Train! Abfahrt Richtung Rework. Macht's gut. Bis dahin.